Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer hier auf Brunswick TV. Freitagabend, 18 Uhr. Und ja, mit mir wieder am Start mein gut geschätzter Kollege und guter Freund Peter Knopp. Hallo Peter, grüße dich. Hallo Chris, hallo Zuhörer, wie geht's? Ja, liebe Leute, es ist mal wieder Freitag. Wir haben wieder Livestream-Zeit für euch und ja, haben schon ein paar Zuschauer. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut uns wirklich sehr. Guten Abend, Sebastian. Grüß dich, Sven. Grüß dich, Jürgen, Luisa, Kretz. Schön, dass ihr schon mal eingeschaltet habt. Schon mal 10 Leute direkt am Start. Vielen, vielen Dank. Wohlgemerkt, das Übliche zuerst, wenn euch sowas gefällt, wenn euch unsere Streams gefallen, unsere Videos, unsere Formate, macht gerne einen Daumen nach oben. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, könnt auch sehr gerne ein kostenfreies Abo auf unserem Kanal da lassen. Hier auf Brunswick TV. Ja, Peter. Wieder sind 7 Tage vergangen. Es ist mal wieder Freitag Wir und haben es überlebt. wir haben es überlebt. Wir sind immer noch da. Manfred Stab, grüß dich. Ja, Manni. wir haben es überlebt. Wir sind wieder da. Ja, wir haben heute wieder mal ein schönes Thema für euch rausgesucht, um euch ein bisschen Wissen zu vermitteln, um eure Fragen zu beantworten und natürlich auch mit euch ein bisschen über Bowling zu plaudern. Und ja, heute haben wir uns zum Anlass genommen, mit euch über das Thema Spielertypen im Bowling zu sprechen. Peter, es gibt Ja. ja so viele Spielertypen. Es gibt ja Stroker, Tweener, Quenker, Beidhand. Wo schätzt du dich denn ein? In welche Kategorie? Ich war mal, das mal so, das Zwischenstück war mal so ein Power-Tweener und inzwischen bin ich so wahrscheinlich ein bisschen so am unteren Ende des Tweeners angekommen. Man muss ja so sagen, diese Kategorisierung der Spielertypen. Stroker, Cranker, Tweener, die sind eigentlich überholt. Man hatte so früher, wie man noch nicht so viel Background-Wissen über dieses Bowling gehabt hat, wo noch nicht so viel Messungen gemacht wurde, da hat man das einfach so in den Raum gestellt. Heute würde das alles so über Anzahl der Umdrehungen und Balltempo ablaufen. Der klassische Stroker würde so eine Umdrehungsrate von unter 250 haben. Der Tweener so bis 350. Der Powerplayer so 400, 420. Und da die zwei Hände, die haben alle über 450. Und das macht natürlich dann die Kategorisierung ein bisschen einfacher. Es gibt so, muss immer noch auf die Bahn passen. Du kannst nicht immer bedingungslos alles auf Umdrehung setzen oder auf Tempo setzen, und es muss irgendwo schon so ein bisschen Anpassung geben. Ja, also, vom Power-Tweener zum Tweener runter, gut, das war damals ja auch noch eine andere Zeit. Ich habe ja noch Videos gesehen, wo du richtig am Ball gezogen hast, so Ende der 90er, 2000. Genau, ja. ja, noch ein paar Leute sind dazu gekommen. Marketa, grüß dich. Jürgen Schätzler, Servus Hagen, grüß dich. Schöne Grüße nach Offenbach. Na, es ist ganz böse Offenbach, Ganz da wollen wir nicht böse. hin. Das ist ganz, für die Und Frankfurter ist es ganz weit weg. So. der Bernie ist auch wieder am Start. Grüßt euch. Ja, was für, also wir haben, ich habe mal was vorbereitet und zwar, damit so ein paar Leute von euch mal so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Ihr kennt die Begriffe Stroker, Tweener, Quenker, habt die bestimmt schon mal gehört, aber wie setzen die sich zusammen? Weil es gibt verschiedene Kategorien und die können, wollen wir einmal mit euch mal ein bisschen durchleuchten. Und da haben wir erstmal den allgemeinen Spieler, Peter. Also was das Spiel eigentlich so beeinflusst, wo jeder seinen persönlichen Fingerabdruck hinterlässt, der Spieler beeinflusst natürlich das Spieltempo. Wie fest wirft er denn? Das wird hier in Deutschland immer mit kmh gemessen, in den USA mit Meilen pro Stunde. Das ist ganz wichtig, ob einer ganz leicht wirft, ganz soft oder ganz fest, das macht einen Unterschied, wie sich der Ball auf der Bahn verhält. Genauso ist es mit der Anzahl der Umdrehungen. Ob eine, ach jetzt mal im groben Fall, 200 Umdrehungen pro Minute generieren kann oder 600, das macht einen riesen Unterschied,
im Balllauf. Dann hast du die Achsenrotation, das heißt, wie die Hand im Boden des Schwungs den Ball loslässt und wo diese Achse hinzeigt, ob die als Rechtshänder links an die Wand zeigt oder ob die zu dir zeigt, das macht einen Unterschied im Lauf. Und der Achsentilt. Achsentilt ist eigentlich nur die Größe vom Laufring. Je größer der Laufring ist, also wenn man so bedenkt, wie groß die Bowlingkugel ist und je größer dieser Laufring ist, diese Laufspur auf dem Ball, umso größer ist natürlich die Strecke, die der Ball für eine Umdrehung zurücklegt. Wenn du jetzt übertrieben einen Laufring hast, der so groß ist wie ein 5-Mark-Stück, dann hast du eine ganz kleine Fläche und wenn du einen Fullroller hast, das früher sehr populär war, vor 40 Jahren, dann hast du über den ganzen Ball 13,5 Inch Umfang, nicht Umfang, also Durchmesser, dann hast du einen ganz großen Laufring und der hat eine ganz andere Reibfläche. Das verhält sich ganz anders. Also da muss jeder Spieler sehen, was er überhaupt tut. Und das gehört zu so diesen Standardanalysen, um festzustellen, wo kann ich denn dominieren oder ist alles okay oder ist alles so im grünen Bereich. Wunderbar. Schauen wir mal gerade mal kurz in den Chat. Übrigens, lieber Chat, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema Spielertypen, Quenker, Walker, Tweener, Beidhand, gerne eure Fragen in den Chat. Wir helfen euch da sehr, sehr gerne. Schauen wir mal gerade rein. Thorsten H., grüß dich. Willkommen in unserem Livestream. Hagen schreibt, Peter, sagst du was nicht? Heusenstammeskreis Offenbach. Ich denk an deinen ersten Pro-Shop. Du warst ja in Heusenstamm Genau. tatsächlich zu deinen Ich Starts. war, bevor Brand war ich in Holstamm, ja. Da habe ich den ersten Job gehabt. Olli Pecher ist da, grüß dich. Andreas Stiller, moin aus Wilhelmshaven. Ja, Peter, es gab ja erstmal drei Kategorien. Beidhand ist ja erst spät. Kann man sagen, Beidhand ist so eine eigene Kategorie in diesen Spielstilen? Ich würde sagen, ja. Beidhand hat das Spiel schon revolutioniert. Also man muss auch sehen, es ist natürlich auch entstanden, wie ich auf Tour war, 91, 92, 93, da hat Mike Miller ohne Daumen geworfen. Also er hat Einhand ohne Daumen geworfen. Das war auf bestimmten Bahnen sehr erfolgreich. Also früher hat er Daumen drin gehabt, da hat der Ball überhaupt keine Umdrehung gemacht. Und dann ohne Daumen hat er es auf einmal gebrummt wie die Sau. Da war er in den Top-Umdrehungszahlen der damaligen Tour. Da gab es so drei, vier Spieler, die haben sehr viel angedreht. Kelly Kaufman, Jimmy Keefe und hier Mike Miller, die waren schon so die Überdreher auf der Tour damals. Mir auch noch in den Kopf kommt, ist, ich glaube, Roger Smith, der ja auch. Robert kam aber erst später dazu. So, der kam erst so Ende der 90er dazu. Der hat so wie Tim Mack dann aufgetaucht ist, war Robert Smith da. Robert Absolut Bob war schon, der hat schon mehr gedreht wie alle anderen dann, aber da waren die meisten schon fertig. Hat Kaufmann schon nicht mehr gespielt, dann Jimmy Keefe ist gestorben, relativ jung. Und Mike Miller hat aufgehört, der kam erst eine Generation später. Mal gerade schauen, Mark Cater schreibt, hat man mehr Ballkontrolle, wenn ich mit beiden Händen den Ball werfe, oder ist das schwieriger als die gewöhnliche Einhandbewegung? Schwer zu sagen. Also ich denke, die meisten Beidhänder haben das einfach, um den Ball im Rückschwung zu stabilisieren. Wenn du als Einhandspieler ohne Daumen wirfst, dann floatet der Ball so auf deinem Unterarm und du hast keine Unterstützung. Deswegen nehmen die meisten den zweiten Arm dazu. Fragt er gerade noch im Nachgang, womit sollte man denn am Anfang lernen? Ich denke mal, entweder Einhand oder Beidhand bestimmt gemeint. Ist, denke ich, in meinen Augen von Spieler bezogen. Macht es Sinn, Ja, direkt also es als kommt. Kind Zweihand zu lernen, wenn man sagt, hey, ich möchte das? Also, wir müssen ganz ehrlich sehen, wenn wir jetzt hier die ganzen Turniere der letzten Jahre Revue passieren lassen, wir haben Jason Belmonte, wir haben Sean Maldonado, wir haben Kyle Troop, viele Osco, ganz Zweihand, viele, ja. Oscu, wir haben ganz viele Zweihandspieler, die eigentlich auch
die ganzen Turniere dominieren. Hast heute wäre es, also früher hätten wir gelacht, gesagt, die Pfanne heißt hier, mir da hier, was ihr da wollt, ohne Daumen werfen, alles scheiße. Heute ist es so, ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, dann würde es zweihand lernen. Du musst es heute haben, um einfach im oberen Bereich mitspielen zu können. Hier in Deutschland ist es nicht so. Wir sind einfach zu schlecht, um in dem Wettbewerb ganz oben mitzuspielen. Aber auf der US-Tour ist es so, du siehst bei diesem Junior Gold oder bei diesen ganzen Turnieren für die Kids, 80% der Kinder werfen mit beiden Händen jetzt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Auf YouTube gibt da mal ein Junior Gold. Und dann guckt euch einfach mal so ein TV-Finale mal an. Das ist echt interessant. Da hat es übrigens auch ein Deutscher mal geschafft, nämlich Sidney Schrosch, der ja selber auch Linkshänder und Beidhänder ist. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist echt interessant, wie die Kinder in den Staaten wirklich schon so Bowling spielen. Gehen wir mal auf eine andere Tabelle rein. Ich habe hier was, das betrifft ein bisschen die Ballgeschwindigkeit und auch die Umdrehungsrate. Und wir haben hier verschiedene Spielertypen und auch eine Zeittabelle. Für die, die es vielleicht nicht wissen, rechts, nur damit ihr es wisst, das ist also der Zeitraum. Ich sage jetzt mal 2,56 Sekunden bei 16 Meilen, wie lange der Ball braucht von Anfang bis zu den Pins Also nach wenn du Abgabe. loslässt, der Ball schlägt ein und ihr nehmt da diese Zeit, wenn diese Balllaufzeit erreicht wird, dann ist ungefähr das Meilen pro Stunde ist dann das Äquivalent dazu. Also es geht davon aus, dass der Ball, um ausgeglichen zu sein, um die Bahn zu erkennen, um auf allen Bahnverhältnissen was treffen zu können und nicht nur auf einer Seite dominant zu sein, ist es von Vorteil, bei einer Loslassgeschwindigkeit, das heißt, wenn der Ball die Hand verlässt, 17 Meilen und 300 Umdrehungen, das wäre so ein Match. Das heißt, das ist der ausgeglichene Spieler, da erkennt der Ball die Bahn am besten und du wirst dann da auch auf allen Bahnverhältnissen gut zurechtkommen. Jetzt ist es natürlich so, dass du, wenn du eine Meile pro Stunde leichter wirst, dann musst du auch 50 Umdrehungen weniger haben. Genauso ist es umgekehrt. Je fester du wirst, umso mehr Umdrehungen musst du generieren. Sonst bist du ein dominanter Spieler. Das hast du da Spielertypen, sag mal, du hast einmal als Standardmaß oder das, was alle erreichen wollen sollten, ist das der ausgeglichene Spieler. 17 Meilen pro Stunde bei 300 APM oder äquivalent 50 plus 50 minus, je nachdem, was du tust. Wenn du das nicht erreichst, wenn du mehr Umdrehungen hast, wie Balltempo, also du wirst relativ leicht und drehst viel an der Kugel, der Ball dreht viel, dann bist du umdrehungsdominant. Und im Gegenzug dazu, auf der anderen Seite ist es, wenn du fest wirst, hast ein ganz hohes Balltempo und keine Umdrehung, dann bist du tempodominant. Es haben diese tempodominanten oder umdrehungsdominanten Spieler auf verschiedenen Bahnfeldern ganz, ganz andere Probleme. Also der umdrehungsdominante Spieler, dem wird es immer zu trocken sein, wenn nicht genug Öl auf der Bahn ist. Auf trockenen Bahnen macht der Ball sofort, knickt sofort ab. Der Ball erkennt es nicht, ist immer an der linken Seite der Bahn und verdreht immer über die ganze Hälfte der Bahn rüber, weil wieder nicht geölt heute, was ein Scheiß, immer wieder für die Gradspieler hier. Und der tempodominante Spieler, dem ist es immer zu glatt. Oh, die haben wieder ein Öl auf die Bahn geschüttet hier, wieder kein Fett mehr für die Pommes gehabt hier, mein Ball kommt überhaupt nicht rum. Aber wenn ich mit 38 km/h mit vier Umdrehungen wirf, dann kann der Ball nicht kommen. Und da hat so jeder von diesen Spielern hat natürlich dann da bestimmte Bahnverhältnisse, bei denen er dominieren kann. Also wenn gar nicht geölt ist, dann ist der
tempodominante Spiele immer vorne und wenn richtig gefährdet ist, dann ist meistens der umdrehungsdominante Spieler weiter vorne. Wenn du dich jetzt mal einschätzen würdest, wo schätzt du dich denn ein? Bist du mehr Speed oder mehr Rev-dominant? Oder bist du Also vielleicht sogar in der Waage? ich war irgendwann mal Rev-dominant und bin jetzt nicht mehr Rev-dominant. Also das alte Zeug Tribut. Die Gelenke wollen den Ball nicht mehr so drehen. Also ich denke, ich bin so ziemlich am Match. Ja, also ein bisschen, vielleicht jetzt ein bisschen mehr tempodominant. Schwer zu sagen. Also ich mache da auch selten Tests mit mir. Aber ich dürfte so bei dem 317 Meilen liegen. Wenn ich jetzt mal schaue, da hat Hagen nämlich gerade eine Frage dazu gestellt. Verändert sich nicht auch die Dominanz mit den Jahren, zum Beispiel von Speed zu Rev oder andersrum? Ganz klar, wenn je schwächer die Gelenke werden, je weniger du die Bälle andrehen kannst, gehst du von dem einen zum anderen Stadium über. Das hilft natürlich, wenn du so lange spielst, macht die Erfahrung natürlich relativ viel weg. Aber so, wenn du neuen Spielern, was man, die müssen natürlich versuchen, das Optimum rauszuholen und versuchen, dass sie ein durchschnittlichen, also Match-Spiele sind, dass da das angepasst ist, dass das passt. Die meisten wollen, also im heutigen Spiel, um wirklich vorne dabei zu sein, um in der Weltelite, Weltspitze oder auf der Tour vorne zu sein, da musst du 500 plus Umdrehung haben oder 400 plus Umdrehung haben mit 15 plus, mit 19 plus Meilen, ja. Du musst super fest werden und musst super viel drehen. Dass du einfach da der Erfolg, dass du da erfolgreich bist. Es geht ja nicht darum, dass die Spieler besser sind oder dass sie die Gasse öfter treffen, aber es geht ab einem bestimmten Spiellevel, sagen wir jenseits der 200, ist es halt so, dass ein Strike im Spiel massiv was ausmacht. Also, wenn wir eine Achterserie nehmen, dann ist Carry Percentage ist enorm wichtig. Also, das heißt, wenn du in der Achterserie 5 Strikes mehr werfen kannst, die den Off-Hit, also wenn du die Gasse nicht richtig triffst, wo der Sheriff einfach auf den Zehner fliegt, oder es ist ja bei den Zweihändern, was die für Pin-Aktionen haben, wenn die Strike nach oben geht, diese 5 Strikes oder 6 Strikes, die du mehr erzielen kannst in der Achterserie, das sind 15 Plätze. Das langt ja meistens gar nicht. Es macht den Unterschied, ob du 210 oder 230 Schnitt wirst. Ist der eine Strike, der halt den ganzen Score nach oben oder nach unten korrigieren kann. Der eine Wurf, Genau. der da fehlt. Was bei Ja. einem Turnier, wenn du auf der Tour bist, ja, du merkst es ja selbst. Manchmal hast du ja Turniere, da bist du vielleicht gerade so im Cut, wo du genau vielleicht mit Glück diesen einen noch gekriegt hast. Aber wenn dir der Sheriff mal vorbeifliegt oder der Zehner halt einfach solide stehen bleibt. Bin so alt, da gibt es keine Sheriffs mehr. Dafür fallen die Pins, als wenn sie so eine Gehhilfe dabei haben. Ja. Also das muss man jetzt Wie anders sehen. Beton. Ja, Milchkannen hat der dicke Krise immer mal gesagt. Da hinten Milchkannen, Milchkannen. Milchkannen. Thorsten hat eine interessante Frage. Wie groß ist eigentlich der Unterschied im Spiel bei dem Ballgewicht 14 oder 15 Lips? Oder gibt es da keinen Unterschied? Bestimmt bezogen auf Geschwindigkeit und Revs. Also, es gibt auf Tour, auch auf der Seniorentour, vielleicht 2% der Spieler, die mit 14 Pfund werfen. Alle anderen werfen 15 und es gibt auch gegen so ganz wenige nur noch, die 16 Pfund werfen. Früher war das, also bevor Reactive kam, war 16 das Maß der Dinge, weil du keinen Pinfall erreicht hast, wenn du jenseits des dritten Pfeils werfen musst. Heute werfen die alle fünfte und sechste Fall. Da ist 16 nicht mehr notwendig. Also hast du eine kleine Prozentzahl an Spielern, die 16 Pfund werfen. Und du hast aber eine auch ganz, ganz, ganz kleine Prozentzahl an Spielern, die nur 14 Pfund werfen. Also 15 ist im Moment das Maß der Dinge. Und wenn ein Spieler das nicht spielen kann, dann muss er mehr üben, dann muss er mehr trainieren, an seiner Physis arbeiten, dass er dann auch 15 Pfund werfen kann. Also ich denke, die Prozentzahl, das Carry Percentage von 15 ist deutlich besser wie bei 14.
Wie ist es bei 16 Lips? Ich meine, spielen ja auch Du nur hast eine heute nicht Handvoll. mehr den Vorteil. Also ich glaube nicht, dass du mit 16 mehr davon hast. Also du hast einen Unterschied zwischen 14 und 15, aber der Unterschied von 15 zu 16 ist nicht mehr so groß. Okay, wunderbar. Also, deshalb 34 Zuschauer bei uns im Chat. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. 12 Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Eure Fragen sehr gerne in das Thema rein. Jetzt bin ich mal gefragt worden, Peter. Ach, Johnny De Silva. Hi, Peter. Zu Johnny, Johnny De Silva. mein Sponsor, Las Vegas Sponsor. Johnny schreibt: Hallo Peter, 2022 Juli treffen wir uns wieder in Las Vegas. Ich will wieder Auf alle Fälle. auf Brackets auf dich wetten, okay? Grüße von Nancy und Johnny vom Bad Aibling. Da werde ich auch irgendwann mal hinfahren. Vielleicht, Johnny, komme ich mal irgendwann zu dir vorbei, mach mal ein Bowling Center Review bei Das dir. habe ich mir schon 10 Jahre vorgenommen, war noch nicht einmal da. Dann fahren wir zusammen Johnny halt mal dahin. Johnny fährt immer zum Pokern ins Rio und es ist immer zeitgleich, wenn wir US Open oder Masters oder früher, wenn wir High Roller gehabt haben. Okay. Und dann hat Johnny immer Brackets auf mich gesetzt oder so. Ja. Und dann, Hast du ich wenigstens habe mal einen was Huni auf gewonnen? dich gesetzt und gehe dann einfach weg. Und dann, was mache ich denn jetzt, wenn ich was gewonnen habe? Ah ja, alles gut, mach den schönen Abend. Also Johnny ist schon ein ganz toller Typ. Also Cool. Johnny, nennen Sie. Ihr passt richtig in die Welt. Schön, dass es euch gibt. Ich glaube, wir kommen mal zu zweit euch mal besuchen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. Buddy ist da, grüß dich. Und Klaus Möller, Grüße nach Nordrhein-Westfalen. So, jetzt muss ich gerade überlegen, ich wollte dich gerade was fragen. Ach ja, genau, jetzt fällt es mal wieder ein. Kommt auch mal vor. Ja, Peter, ich bin von ein paar Leuten mal gefragt worden. Die sagen, ich will versuchen, meine Umdrehung mit aller Gewalt zu verbessern. Was ist denn in deinen Augen der größte Fehler, den man da erstmal machen kann und den man umgehendst nicht machen sollte, wenn man wirklich versucht, an seinem Spiel in der Beziehung auf Wef und Speed was zu verändern? Also, du kannst ja nur mehr Umdrehung generieren, als wenn du kein Zweihänder oder ohne Daumen wirfst, indem du die Finger weiter unter den Äquator des Balls bekommst. Und eine größere Abrollfläche des Balles über deine Hand hast. Und viele denken ja, dass da ein ganz festes Handgelenk wichtig ist. Also, es gibt ja so Handgelenkstützen, die das ja einbetonieren und die deine Hand in eine bestimmte Position zwingen. Aber mit so einer Handgelenkstütze, wenn du halt ganz schwache Gelenke hast, ist das okay. Aber wenn du mehr Umdrehung generieren willst, kannst du das nur ohne Handgelenkstütze schaffen. Also du musst ein lockeres Handgelenk haben, das die Hand weiter unter den Ball bringt, die Finger unter den Äquator und dass du dann beim Entspannen des Handgelenks, wenn du so aus einer gebogen, dass es loslässt, das Handgelenk, dass dann die Fläche noch größer wird. Ähnlich wie du ein Frisbee wirfst. Das ist ganz schwer zu üben. Am besten übt man das aus dem Stand. Wenn du so siehst, Daumen halb reinstecken oder ganz reinstecken. Es ist echt egal. Du musst halt wirklich das ganz, ganz gezielt üben. Und wie alles, was man dann nicht automatisiert hat beim Bowling, ist es echt schwer, das dann in sein Spiel einzubauen. Du musst es erstmal fühlen und gucken, ob das richtig ist mit der Videoaufnahme. Und dann musst du das auch noch in den Anlauf reinkriegen, dass das nicht nur aus dem Stand funktioniert. Also es ist ein ganz langwieriger Prozess. Und ich denke mal, egal was du für eine Veränderung in deinem Spiel machst, die Leute wollen immer viel trainieren, aber eigentlich wollen sie ja gar nicht das auf sich nehmen. Das geht alles, wird alles eine Woche geübt oder 14 Tage. Und dann, alles Scheiße, es nutzt ja eh nichts, dann wieder zurück zur Natur, also wieder das, was ich früher gemacht habe. So eine neue Bewegung oder eine andere Bewegung zu üben, das kann man relativ schnell
So nach 200, 300 Wiederholungen dürfte das schon machbar sein. Aber dass diese Bewegung dann auch wirklich richtig jedes Mal ausgeübt wird, da brauchst du 10.000 bis 12.000 Wiederholungen. Und die hast du nicht am Wochenende hinter dir. Da musst du viele, viele Spiele und viele, viele Übungsstunden machen, um einfach das in dein Spiel einzubauen. Das ist utopisch schwer, sowas. Also, das, wer jetzt sagt, oh nein, das mache ich jetzt so ganz easy und dann flapp, 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 ist das passiert. Das geht nicht so einfach. Es ist relativ einfach, von 4 auf 5 Schritte umzustellen oder 5 auf 4, das kann ich auf Knopfdruck, ja. Aber so bestimmte Sachen zu üben, das ist utopisch, wie lange das dauert, um so eine Veränderung, egal was es für eine Veränderung ist, überhaupt zu machen. Ich habe mal mit so einem Coach korrespondiert in den USA, weil ich so unzufrieden mit meinem Timing war und hin. Und dann sagt er, ah ja, du musst den dritten Schritt 20 cm länger machen, den vierten Schritt dann dementsprechend kürzer und dann geht das von ganz allein. Dann habe ich das so abgeklebt und gemacht und habe mir ein Video von der Seite und das war perfekt. Oh, hab ich, oh, das habe ich jahrelang falsch angefangen, war so betriebsblind. Und dann habe ich das versucht einzubauen. Da habe ich dann 2 Monate das trainiert. Ja, dann war das Timing hinten gut, aber ich habe vorne, habe ich Loslassstreuung gehabt, 20 Latten. Bin ja erinnert der genau sehr, aber zwischen rechts drei und links drei war alles möglich. Und dann habe ich gesagt, das ist, so kann doch nicht sein. Habe ich dann nochmal so 2 Wochen da mit rumgehampert und habe ich gesagt, die können mich mal am Arsch legen. Ich muss jetzt hier irgendwann mal ein paar Turniere werfen. Das geht gar nicht, ja. Also es ist echt schwer, was Neues, was du lange wiederholt hast, wegzumachen und eine neue Sache zu üben. Also da kann ja die Vorstellung haben, dass das über Nacht geht. Das ist wirklich ganz, 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 ganz harte Arbeit. Und das müsst ihr mit einem Trainer machen. Da muss wirklich jemand bei euch sein, der euch dabei hilft. Ja, das alleine ist fast unmöglich. Schauen wir mal gerade in den Chat, haben wieder einige von euch geschrieben. Buddy schreibt, zu eurem Thema fällt mir ein Spieler von früher ein, in meinen Augen, der mit einer Hand das konnte, was heute die Zweihänder machen. Vielleicht kennst du ja Thorsten Zimmermann, Peter. Tosi Genau, Tosi. hat massiv gut losgelassen, aber auch da waren natürlich ganz viele Anpassungsschwierigkeiten. Also es langt ja nicht allein, das gut zu können, sondern du musst ja auch ein anderes ein Spektrum von Bahnverständnis haben. Und das hat Tosi zu selten gehabt. Also Tosi hat wahrscheinlich auch losgelassen wie kein anderer. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit haben wir Spieler, die haben mit dem Loslassen Weltniveau. Also ich denke mal, David Kennedy, so gut wie David Kennedy, hat überhaupt niemand in der ganzen Welt losgelassen mit dem Daumen drin. Aber Erfolg hat immer gewartet. Also es kam der Erfolg nicht. Oder Timo Schröder lässt mit Daumen drin unsagbar gut los. Speed ist gut, Umdrehungen sind gut, alles top, aber dafür passiert zu wenig. Ja. Also ich will das nicht schlecht reden, ja. Also wirklich außergewöhnliche Sachen, aber es müssen andere Sachen dazukommen, dass das dann auch alles auf die Bahn passt. Achtet mal wirklich bei so Leuten mal auf das Handgelenk. Bei denen ist das butterweich, wenn die werfen. Gerade bei den Das Profis. siehst du gar nicht. Die Ja. drehen das halt wirklich super auf. Wirklich, also das ist schon wirklich spektakulär manchmal. 42 Leute, wir nähern uns so langsam der Rekordmarke. Vielen Dank dafür. Ich glaube noch 4 oder 5. Wenn wir 48 haben, dann sind wir sogar schon drüber. Schauen wir mal gerade weiter rein. Genau, ja, genau. Das war mit dem Tosi. Hagen schreibt, da kann ich Peter nur recht geben. Ja gut, aber kein Schüler glaubt dir das mit den 10.000 Wiederholungen.
Es ist aber so. Ich meine, wenn du noch nie Naja, Auto es ist, gefahren bist, dann wenn wir brauchst uns du ja auch ja realistisch Fahrstunden. betrachten, also wenn du das von der Sportphysiognomie betrachtest, ist es in jeder Sportart gleich. Ja. Also es gibt keine Hand auflegen und über Nacht geht alles, ist alles toll. Wir sehen ja, was bei so Bowling-Clinics passiert. Also Leute kommen zum Bowling-Trainer, egal wer das jetzt sein mag, und sagt, ich hätte gern das und das und das, und dann macht er eine Übung. Und das ist alles schön und toll, aber nach 2 Monaten ist die Verzweiflung da und ist wieder alles wie vorher. Ob das, wenn die Schwimmer in den Tank gehen, um Videoanalyse zu machen, dann wird daran gearbeitet, dass der kleine Finger sich 6 Grad mehr abspreizt oder so, ja, um tausendstel Sekunde mehr rauszuholen. Das dauert Monate, bis das so automatisiert ist. Und das ist bei allen Sportarten so, egal ob Leichtathletik oder bei allen Sachen, wo die Technik verändert werden muss, um eine Hundertstel Sekunde rauszuholen, eine Tausendstel Sekunde. Das ist brutal. Und wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Also Ja. viele wollen ja den schnellen Erfolg. Und manchmal ist es so, dass die schlechtesten Techniker die höchsten Ergebnisse haben bei uns. Und das hat einfach damit zu tun, dass unser Spiel gar nicht 100 Pro von der Technik abhängt, sondern unser Spiel hat viel mit Verständnis über Bahnverhältnisse, Equipment auf Bahnverhältnisse zu tun, um das Ergebnis festzumachen. Schau mal gerade rein. Garage Racing. Chris, was hast du in Osterholz mal auf der Ballbank gemacht mit dem Ball? Da hattest du doch mal geübt, irgendwie den Ball im Liegengewicht auf der Ballbank. Jetzt muss ich mal gerade zurückdenken. Ich glaube, ich hatte den aufs Rack gelegt gehabt und habe dann einfach mal so ein bisschen diese Abgabe so aus dem Stand raus Es gibt da erstmal geübt. so, gibt von Bowling Buddies oder Elite Bowling Buddies, gibt es da so ein Trainingspad mit Ja. so Rollenlagern drauf, wo du den Ball drauflegen kannst, dass du versuchst, den Ball dann da mal anzuschnicken. Also Bernie hat es gerade auch auf Facebook mal gepostet gehabt, hier vom Trainingslager in Malta. Genau, Rick Vogelsang hat damit gearbeitet, hatte ich gesehen, genau, ja. Ja, genau. So weit in Und der da gibt es Form, viele ja. Sachen, die einem da helfen. Nur das gibt dir immer nur die Idee, wie es sein kann. Das dann richtig einzubauen, dass du unter der Drucksituation, jetzt musst du das machen, jetzt musst du den Streik werfen, jetzt musst du das und das erzielen. Wenn das nicht 100% automatisiert ist, wird der Gehirn irgendwas anderes machen. Also das musst du so lange wiederholen, dass es wirklich automatisch, dass man dich morgens um 4 Uhr weckt, dann gehst du auf die Bahn, machst es einfach. Ja, es ist nicht überlegen, erst muss ich das und das machen, sondern diese Automatisierung, das dauert halt 10.000 bis 12.000 Wiederholungen. Mal weiterschauen. Viele Anfänger oder solche, die es lernen möchten, verlieren viel zu schnell die Geduld. Nach ein paar Würfen oder Wochen sind sie wieder immer trotzdem genau. Ja, Bernie, das ist genau das, was Peter eben auch schon mal angesprochen hatte. Hagen Pest, mega Ballabgabe, auch Daniel Dorfmeister. Der hat einen schönen Stil von der Hand. Der spielt das sehr gut runter. Und Garage Racing, wer denkt, hat eben verloren. Es kommt auf die Situation drauf an. Manche tun sich ja schon vorher vorbereiten. Sobald du auf der Bahn bist, habe ich festgestellt für mich selber, wenn ich den Kopf komplett frei habe, dann mache ich einfach. Und dann, Peter weiß das, ich werfe recht viele Strikes. Nur beim Räumen hapert das halt bei mir. Dann werfe Haben da ich, andere Probleme? da sind es halt andere Probleme. Also bei mir, für mich selbst jetzt, ich habe an sich einen guten Wurf. Nur da hängt es halt nur an der Räumerei. Das ist aber für jeden Spieler halt Naja, unterschiedlich. jeder hat so ein bisschen andere Probleme, das ist ganz klar. Auch du hast viel Speed und viele Umdrehungen, aber wenn die Bahn das nicht will, und du brauchst Kontrolle, dann, oje, junger Franz, wohin des Weges, ja? Dann ist hinten auch zwischen Rechtsdreieck und Linksdreieck auch alles möglich, ja? Ja. Dieses, ich kann den Ball im Spiel lassen. Musst erstmal einschätzen, was brauchen wir denn hier?
Also du fährst auf dein Turnier oder was auch immer und dann musst du erstmal den Standard für dich festhalten. Also sag mal, okay, ich bin jetzt hier auf dem Turnier, das ist das Ölmuster, die Ergebnisse sind so und so. Also ist hier die Bahn relativ einfach, hier musst du 225 Schnitt werfen. Und dann weißt du, wenn 225 gefordert ist, dann ist auch ein bisschen Platz da. Jetzt hast du im Gegenzug dazu eine Bahn, fährst dahin und du siehst, okay, alle sind am Rumkotzen und brauchst so 205. Also weißt du auf alle Fälle, hier brauchst du mehr Kontrolle als auf der anderen Bahn. Und jetzt musst du dein Spiel halt so danach einstellen und dein Equipment so danach einstellen, dass du das Geforderte auch erzielen kannst. Und dass du nicht nach den Sternen greifst, sondern dass du eine reelle Einschätzung hast, okay, jetzt haben wir das und das, jetzt ist das so, dass ich Kontrolle brauche, dann hast du dein Kontrollspiel mit deinen Kontrollbällen, dass du auch 205 schaffst oder 200 schaffst. Und manchmal brauchst du halt nicht 205, sondern 225. Und dann ist es so, dass du viel mehr Platz für Fehler hast. Und dann das erstmal zu erkennen, das gehört ja auch schon mal dazu. Selbsterkenntnis ist immer der erste Weg zur Besserung. Micha Krämer, grüß dich, schön, dass du da bist. Dr. Borgut. Der Micha Hagen war einmal in einem Tunnel. Nee, wer einmal in einem Tunnel war und einfach nur gespielt und gefühlt hat, der weiß, was es heißt zu automatisieren. Einen Tag durfte ich das mal fühlen. Das war deine Weltklasse-Serie damals am Henninger bestimmt. Da habe ich aber auch ein Erlebnis, wo ich selbst mal in so einem Tunnel mal gewesen bin. Das war BEC 2019. Ich habe zwei Serien gespielt und habe die unterirdisch schlecht geworfen. Ich glaube 1020, 970. Und hatte eigentlich schon komplett abgeschlossen mit dem Thema, bis dass ich dann quasi überredet worden bin, dann den Desperado zu werfen. Bin auf die Bahn gegangen. Und habe mich sogar noch fast da qualifiziert in die Top 64 mit 2,36, weil ich einfach nur gestanden habe. Ich habe nur noch meine Bahn gesehen, ich habe nur noch geworfen. Ein Ast nach dem anderen, gut, dann bleibt halt im 9. der 7er stehen. Passiert. Hat mich dann zwar 800 Euro gekostet, aber im Nachhinein war das dann so meine Tunnelerfahrung, die ich hatte. Hast du sowas auch schon mal, Peter? Naja, es bleibt manchmal nicht aus, dass man sowas hat oder so, ja. Du kannst dich ganz schwer in dieses Tunnel reinspielen, aber wenn das da ist, musst du es halt ausnutzen. Das ist das halt. Ja, also du musst halt immer versuchen, in dem jetzigen Moment zu leben. Viele sind ja, wenn ich das jetzt mache, dann was denken die Leute von mir? Oder jetzt habe ich das gemacht, das ist alles scheiße und das ist gut und ah. Also du musst wirklich dann, wenn du in dieses Tunnel reinkommen willst, musst du in diesem jetzigen Moment, musst du dann da sein. Und dann musst du einfach vor dich hinspielen und dann ist es gut, ja. Aber das ist halt wirklich sehr schwer. Du kannst es nicht auf Knopfdruck einmal holen, ja. Je mehr Vertrauen du zu deiner Technik hast, zu deinem, und du erkennst, was da ist und kannst es wiederholen, deine Routine ist da, umso einfacher kommst du auch in dieses Tunnel rein. Interessante Frage auch von Mark Cater. Ist es falsch, wenn man nur nach Gefühl auf die Bahn wirft? Viele reden immer auf einen ein, wie man werfen sollte. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also, Ob es gut ist, wenn man nach Gefühl spielt. Oder ob es Sinn macht. alle Top-Leute, ich kenne eigentlich gar keinen, der Gefühlsspieler ist. Also jeder hat bestimmte Zielsysteme über Leistenanpassung, die sinnvoll sind. Aber so nach Gefühl, ich werfe jetzt dahin, ach, ist so schön, der Ball macht den Bogen, das funktioniert im Regelfall nicht. Also ein systematischer Spielaufbau über die Leisten, wo du losläufst und über die Leisten, wo du hinwirfst, wo der Breakpoint ist und wie der Ball, dieses Shape nennen sie jetzt alle, wie der Ball abrollt, das ist ganz wichtig. Das ohne Spielaufbau ist es ganz schwer, konstant immer hoch zu spielen. Also
Es gibt auch unterschiedliche Zielsysteme. Also 369-Räumsystem hat ja jeder schon mal gehört oder so, ist ja auch nicht unbedingt das Allheilige, aber so für die Anfänger ist es relativ gut. Aber es gibt auch Streiksystem-Liniensysteme, wo du Breakpoints ausrechnen kannst oder wo der Ball seine Richtung ändert und wie er die Richtung ändert und wie du dazu losläufst. Das ist auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst. Also wenn du da noch irgendwelche Fragen zu hast, Marc, kannst du sie gerne in den Chat schreiben. Wildreher Pufieski, Grüße aus Wien. Grüße, Servus zurück nach Österreich. Flo ist da, grüß dich. Mich einmal um die Welt, genau. Hagen schreibt, Gefühl nicht, sondern Zonenspiel. Bestes Beispiel Nils Nuckel. Das ist aber auch nochmal ein Spielertyp für sich. Ich kenne Nils ja auch wirklich sehr, sehr gut, bin gut mit ihm befreundet. Der spielt es halt aber halt auch wirklich extremst, aber halt auch extremst gut. Auch wenn er meistens nur Oretan wirft, aber für sein Spiel passt es halt. Aber auch halt nicht überall. Aber so auf Short, Medium, da spielt er es halt wirklich stark runter. Wir haben halt auch keine Vergleichssachen. Das ist halt, wir spielen ja meist auf unseren Bedingungen. Ich habe Nils werfen sehen, er wirft super fest, super Umdrehung und macht das sehr gut. Fertig. Was soll ich dazu sagen? Aber wir haben ja gar keine richtigen Wettbewerbe oder vergleichbaren Bedingungen wie die Profis, dass man das einordnen könnte. Ja, Bundesliga bester Spieler, aber Jamie McDermott ist vergleichbar mit Nils Nuckel. Wirft super fest, super viele Umdrehungen, Bundesliga dominant. Wir können das gar nicht einordnen. Ja, es braucht so ein Vergleichssystem. Übrigens für die, die den letzten Stream verpasst haben, da haben wir uns über das Thema Turniere und Wettbewerbe uns unterhalten. Könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Schauen wir mal weiter. Chris Umbach, grüß dich. Nachher spielt die Eintracht, nicht vergessen, ne? 8:30 ist Anstoß. Anfang der 90er habe ich beobachtet, wie Peter im Rebstock bei der Hessenmeisterschaft Mix mit einem Plastikball über den dritten Pfeil gerade runter 1200 geworfen hat. Muss man auch erstmal machen. Untersatz maximale Kontrolle. Ja, 1912 war es. Ich habe auch 300 mit Plastik. Man hat ja früher auch nichts anderes gehabt, sag mal. Also, man muss vom Zeitrahmen mal sehen. 1992 kam Reactive erst raus. 82 kam Urethan raus. Vorher gab es ja noch Gummi und Plastik. Dann kam Polyurethan bis 92, dann kam Reactive. Und jetzt gibt es alle Unterarten. Wir haben natürlich heute auch ganz andere Bahnen wie 1992. Also manchmal, wenn man die Einzelnen trifft, wäre es vielleicht für viele ratsamer, wirklich mal einen Plastikball auf die Eins zu werfen. Also ich habe bei dem Turnier in Australien 92 habe ich mit Maxim 4 mit Plastik habe ich 800 geworfen auf 3. Mit 300 dabei. Ist auch ein krankes Ich habe Set. mal bei der Bundesliga in Regensburg, zweite Bundesliga Süd, habe ich mit Pinkhammer, das war Urethan, habe ich 847 die letzten 3 am Samstag geworfen. Man darf das nicht vergleichen. Also es ist, wir können nicht Aschenbahn, Leichtathletik mit heute Tartan, Spezialschuhe von Adidas mit handgenähten Penisleder von Elefanten oder so. Es macht Unterschiede und das Spiel hat sich halt total verändert. Also ich sag jetzt mal, Carlo und ich waren in den 90er in Horvath, wir waren so die Extremen und jetzt sind wir nicht mehr. Also Howard aufgehört, Carlo tot, ich lebe noch ein bisschen. Aber wir können natürlich nicht mehr so loslassen. Und außerdem hat sich das ganze Umfeld so verändert, dass
ganz andere Spielertypen vorne sind. Und das ist halt so. Ist Also der. heute, die Welt heute ist die Welt der Nils Nuckel und der Timo Schröders und wie sie alle heißen, ja. Schrosch, das Spiel hat sich halt so entwickelt. Früher war das auch gar nicht möglich, weil wir haben nur 8 Milliliter oder 12 Milliliter Öl auf der Bahn gehabt. Wenn das so einer geworfen hätte, hätte das Ding überschlagen und hätte ihn den Pfeil in den Gully geworfen. Ja, Ja, es ist halt so. kann man mit heute echt nicht mehr vergleichen, wie du sagtest, ne? Aber es ist halt der Wandel der Zeit. Das Material, die Ölbilder haben auch einiges dazu beigetragen, dass die Ergebnisse jetzt auch da sind, wo sie sind. Wenn man mal bedenkt, es sind jetzt bei der PBA Tour 30-300er im TV-Finale geworfen worden. Guck dir mal die letzten 5 Jahre an. Da sind, glaube ich, 5 oder 6 Stück allein in den letzten 5, 6 Jahren erzielt worden. Und dann musst du mal angucken, wie viele von denen halt wirklich diese Powerbowler sind. Also, das ist halt wirklich der Wandel der Zeit. Chris, wie könnte ich die Eintracht vergessen? Genauso sieht's aus. Thorsten schreibt: Welche Spielweise ist deiner Meinung nach, Peter, die beste Rollmethode? Die beste Räummethode. Also, wenn du deinen Wurf so kontrollieren kannst, dass du dein Handgelenk abklappen kannst und kannst gerade mit End-over-End-Roll, also so, dass der Ball nur nach vorne rollt, gerade festwerfen, ist gerade und fest das Beste. Viele können das nicht und können ihre Technik oder ihre Handposition nicht kontrollieren. Dann ist es mit dem Plastikball bisschen da angedreht in die Ecke reinwerfen. Fertig aus. Es gibt bestimmte Bilder, die sind mir besser mit Bogen, aber die meisten, sag mal, für einzelne Kegel, 7er, 10er, 4er, 7er, 6, 10, eigentlich immer gerade. Ohne Bogen, schön gerade drauf gezimmert, schräg über die Bahn ist die Räumquote immer am höchsten. Schreibt Hagen, es wäre ja schon mal geil, wenn man auf PBA-Pattern trainieren könnte. Einfach mal den Hallenbetreiber mal ansprechen, ob der einfach mal das Pattern auf seine Maschine, wenn die Maschine das packt, einfach mal drauf spielen lassen kann. Wir hatten ja schon mal angedeutet, da hatten wir eben auch noch mal drüber gesprochen, dass wir mal irgendwann bei uns oben im Norden in Osterholz mal ein Seminarwochenende mal machen. Da haben wir auch die Möglichkeit, definitiv mal auf so PBA-Muster mal zu trainieren oder ihr mal, dass ihr da mal spielen wollt. Also das ist nicht das Problem. Ich würde da einfach mal den Hallenbetreiber ansprechen, weil bei Kegel kannst du die COSI-Muster kannst du dir abtippen, wenn du das Programm hast. Und für die Hallenbetreiber, die das nicht haben, die das brauchen, könnt gerne Mail schreiben. Ich hab sie. Ich kann sie euch gerne schicken. Braucht dann nur noch in die Also man muss Maschine dazu reinmachen. ausgehen, dass die PBE-Muster eigentlich erst spielbar werden durch Bespielen. Also, dass wenn alles gleiche machen, dann werden die Muster okay. Wenn die Muster einfach so bespielt werden, hin und her, jeder streut da rum, wo er eigentlich stand, dann sind die Muster unspielbar. Dann werden wir nie mehr den Einser treffen. Egal, ob links vorbei, rechts vorbei, aber das ist, die Muster werden eigentlich wirklich durch Bespielen, durch das Grooven der Bahn, also dass alle Leute das Gleiche machen, dann werden die Muster gut. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist es desaströs. Schau ich mal gerade weiter. Der erste Reaktivball, den Peter mir gebohrt hat, war der AMF Ninja. Das muss bestimmt auch noch in den 90ern gewesen sein. Oh Gott, das war ja. Also der erste Reaktivball, der auf den Markt kam, war von New Line der Excalibur. Und dann kam ein Purple Rhino von Brunswick. Purple Rhino Pro war der erste Brunswick Reaktiv. So ein Ninja, das war so schwarzer Ninja 92, 92, 93 war das schon. Habe ich mein einziges 300er auf Tour mitgebracht. Black Ninja. Ich schaue mal gerade parallel, ob ich das gerade auf die Schnelle finde. Wenn ihr mal Interesse habt, wie früher mal die Bälle ausgesehen haben, was das für Bälle waren, auf der amerikanischen Brunswick-Seite, aber ich finde jetzt gerade den Link leider nicht, ansonsten schicke ich den nachher nochmal rein, da gibt es ein Archiv von bis zu 1987 mit so Ballflyern, was damals die Bälle waren, die in den Jahren rausgekommen sind.
Wie auch Peter sagte, Purple Rhino, müsste da auch mit bei sein. Ist echt interessant, wie sich das gewandelt hat. Chris Umbrach schreibt, es gibt noch François Loire. Das schreibt Michael gerade noch unten drunter. Ein Loire spielt ist modern, sowohl vom Timing als auch von der Ballantyne. Ich glaube eher Balance. Die sind noch etwas komplett anderes wie vor 25, 30 Jahren. Und Garage Racing schreibt, die Max, die freut sich schon. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Was glaubst du, wird sich denn von den Spielertypen in den nächsten 25, 30 Jahren noch tun? Gibt es da noch was noch Also wir Alten sind Größeres? ja alle tot. Aber ich rede jetzt mal so 2040 so. Also es gab ja, früher habt ihr ja Also ganz rechts an gespielt. den Bällen, wir gehen mal davon aus, dass sich an den Bällen nichts mehr groß ändern wird. Also es wird ein bisschen mehr Schale geben, ein bisschen mehr Kern geben. Wenn es keine Veränderungen in den Bestimmungen geben wird, wird das so die nächsten Jahre weiter so abgekocht? Wie es die Kugeln gibt, ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr Pearl, ein bisschen mehr das, wie auch immer. Und wir gehen einfach dann davon aus, dass sich in den Techniken das auch in diese Richtung weitergeht. Also wir sehen ja, was auf der Tour funktioniert. Smallwood hat einen Daumen halb drin, Jason hat ohne Daumen. Du siehst immer mehr Spieler in den Front, die den Daumen drin haben. Aber der Unterschied, sag ich mal, von Osko, ich habe mit Osko bei Finale Kassel ein paar Jahre gespielt und war ja jetzt gerade hier mit Chris zugange in dem Chat. Bei Osko ist es so, Osko ist, glaube ich, zu brutal. Da habe ich tatsächlich ein Beispiel, wo du gerade Osku sagst. Ich habe mir hier mal ein Slow-Motion-Video von ihm rausgepickt. Ihr seht da mal die Abgabe von Osku. Das Video ist übrigens aus dem Jahr 2014 von der Brunswick Euro Challenge damals. Finde ich aber halt immer wieder interessant, das mal zu durchleuchten. Ich habe jetzt mal Endlosschleife an. Peter, dazu kannst du ja auch noch gerade, denke ich Ja, mal, sagen. also Osko, also Jason und sag mal Smallwood, der da ein bisschen drin hat, oder Swenson, die sind alle ein bisschen softer wie Osko. Und dadurch ist der Pinfall ein bisschen maximiert. Bei Osko sieht es so aus, das kann mit allen dieser Welt mitstreiken, ist ja auch einer der Top-Athleten, die wir haben im Bowling. Ist es aber so, dass, sag mal, die Bahnwechsel, das Gehen von Bahn zu Bahn, das macht ein bisschen Probleme. Also was heißt Probleme? Da durch diesen brutalen Wurf sind vielleicht zwei Wurf in dem Spiel nicht so die den Streik geben, weil alles zu viel wirbelt oder auch vielleicht auch mal einen Split gibt. Und in dieser Leistungsklasse langt es natürlich, dass ein Wurf pro Spiel langt, dich 15 Plätze nach hinten zu werfen oder 20 Plätze nach hinten zu werfen. Ja. Und die Jasons, die das ein bisschen softer haben, da verzeiht der Ball einfach das ein bisschen mehr. Und dann gibt es nicht immer eins auf die Hörner. Gerade beim Bahnwechsel. Wenn du jedes Spiel Bahn wechseln musst im Turnier mit, sag ich, 50 Spielen, dann macht das schon was aus. Ist ja nicht wie bei uns, dass du ganze Seen lang immer auf demselben Bahnpaar rumdödelst und entweder auch dem ausgesetzt bist, dass entweder das Bahnpaar gut ist und der Pinfall okay ist oder das ist so. Die Unterschiede kommen halt immer wirklich, wenn du im Wettbewerb, wo jeder ein bisschen anders spielt, den Bahnpaaren folgst, was du für ein Cross hast, mit wem du auf der Bahn bist, wem du folgst. Die PBA hat so ein Divergent Cross. Also, man muss ja sagen, beim World Bowling ist es so, dass die rechten Bahnpaare nach rechts wechseln, die linken, also die rechte Bahn im Bahnpaar wechselt nach rechts und die linke wechselt nach links. Die PBA macht das nicht. Die PBA findet es eigentlich blöd und
Muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch blöd. Aus dem einfachen Grund, wenn du im Bahnwechsel was machst, ist es so, dass du immer Gegenverkehr hast. Du hast immer Leute, die dir entgegenkommen. Der Bahnwechsel ist chaotisch. Bei der PBE ist es so, dass alle in eine Richtung laufen. Du hast also maximal ein Bahnpaar, das dir entgegenkommt. Das von Bahn 3940 oder Bahn 5768 rüber auf Bahn 3 und 4 wechselt wird. Du hast also ein Bahnpaar, das dir entgegenkommt, während bei dem anderen hast du ein Hin- und Her gewechselt. Und das ist schlecht. Aber Also. so ist es halt, wenn du dann wechselst, ist halt wirklich so, jede Bahn hat ihre eigene Charakteristik. Und wenn du einen Wurf hast, der diese Charakteristik ein bisschen zerstört, dass das gleichförmige ist, dass du nicht so große Veränderungen hast von Bahn zu Bahn, dann wirst du auch weiter vorne sein. Dann kannst du auf dem einen Bahnpaar noch so oft 300 werfen, wenn du aufs nächste Bahnpaar kommst und wirfst halt nur 200 und die anderen werfen dann 250, 250 haben die trotzdem mehr. Also es ist schon so, dass es Unterschiede gibt. Hagen schreibt hier auch gerade, bei Osku ist schon mega krass, wo er am Fuß den Ball absetzt. Geht bei mir anatomisch gar nicht. Ja, ich glaube, da kann ich auch mitsprechen, Also Hagen. Chris ist da ungefähr 10 Leisten weiter rechts mit seiner Fallbeifreigabe, Ja. wo er vorne ankommt. Also dadurch entsteht natürlich bei Osko ein extremer Winkel. Also so ein extremer Hebel, dass er da so viel Power übertragen kann. Das ist bei ganz wenigen so. Obwohl die viele PBA-Spieler ist es so, dass der Arm da wirklich ganz nah am Knöchel ist. Na, ist halt wirklich schon spektakulär. Und natürlich auch, wie nah die an der V-Line stehen. Ich stehe auch, glaube ich, mittlerweile nur noch so viel. Früher war das mal fast gefühlt ein halber Meter. Das macht ja auch viel aus, weil dir am Ende vielleicht sogar noch die Zentimeter fehlen, die du vorne am Anlauf nicht mit berücksichtigt hast. Aber Oscu, wie gesagt, krasses Beispiel. Aber dafür trotzdem immer noch ein Top-Spieler. Und Ja, auf alle Fälle. ihr könnt euch sehr gerne das Interview zwischen Oscu und mir gerne mal anschauen in der Late Night Strike Show. Erste Folge ist schon online, könnt ihr gerne mal reingucken. Komplett neues Bowling-Show-Format, da ist auch für jeden was dabei, auch für die Herrschaften aus Österreich und Schweiz. Ja, liebe Leute, habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Habt ihr irgendwas, was unklar ist? Irgendwas, wo ihr vielleicht noch was wissen wollt? 43 Leute, die gerade zuschauen, danke dafür. 22 Daumen hoch, vielen Dank. Wie gesagt, wenn euch sowas gefällt, Daumen nach oben, kostet euch gar nichts. Ja, Peter, hast du vielleicht noch irgendwas von deinen Augen? So, Ich aus möchte gerne deinem in Munde. Rente. Du möchtest gerne in Rente. Wie lange musst du eigentlich jetzt noch? Ich muss noch ein paar Jahre. Nicht mehr lang. 3 Jahre noch. Musst noch ein paar Jahre. Carsten Hinrichs, schönen guten Abend. Für die, die erst jetzt eingeschaltet haben, ihr könnt euch den Stream natürlich auch komplett in der Wiederholung nachher nochmal anschauen. Und wie gesagt, Fragen noch in den Chat rein. Ich kann euch ja schon mal spoilern für nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag habe ich übrigens einen sehr netten Gast bei mir im Stream. Da starten wir auch um 19 Uhr. Und zwar habe ich, ja, Peter, wen habe ich? Dass die liebe Birgit. Die liebe Birgit Noreix ist bei uns nächste Woche Freitag hier bei uns im Livestream. Wir sprechen über Bowling, über Birgits Karriere. Und ja, wird bestimmt eine super Sache werden. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Also wie gesagt, nächste Woche 19 Uhr. Wir haben so ein bisschen Feedback gekriegt, dass eventuell 18 Uhr ein Ticken zu früh ist. Wir wollen mal 19 Uhr mit Birgit mal angreifen. Wird bestimmt eine schöne Sache. Ich schaue nochmal gerade in den Chat. Du kriegst übrigens noch ein Dankeschön, Peter, und zwar von Carsten Hinrichs, für den sehr gut gebohrten Ball. Oh, Dankeschön. Dann schließe ich mich den nämlich auch gerade an. Ich danke dir nochmal dafür, dass du mir bei den Kinetic so schön gebohrt hast. Haben wir übrigens auch ein Ballreview gemacht. Oh, Hagen schreibt an euch, danke an euch, dass ihr das macht. Daumen hoch für alle, die etwas für Bowling machen in dieser schweren Zeit. Lieber Hagen, vielen Dank für dein Lob, freut mich wirklich sehr.
Carsten schreibt, du hättest ihm den Phase 2 gebaut, damit bin ich immer noch mega zufrieden. Ja, Lob an den Pro-Shop ist immer was Schönes. Chris Freue Umbach. ich mich auch, Chris wenn was Umbach. aus Versehen geklappt hat. Chris Umbach fragt mich, ob ich gerade wirklich in der Bowlinghalle sitze oder das ist ein Hintergrundbild. Chris, was ich in meinem Keller mache, das kann ich ja selber entscheiden, oder? Nee, ich weiß, ich habe hier so einen Greenscreen stehen. Da kann ich mir halt sämtliche Bilder rein photoshoppen. Klar wären wir jetzt gerne alle mal wieder auf einer Bahn. Das wird auch bestimmt bald wieder so sein. Aber ich kann mich dann jedes Also die Bowling Center Seniorentour reinsetzen. fängt am 10. April in Fort Myers an. Ich habe jetzt an die PBA geschrieben, um mir so ein Athletic Visa Waiver zu besorgen. Das haben die natürlich auch gemacht. Pascal Windenheimer hat auch einer gekriegt und der Birding hat auch einen. Das Problem ist, dass diese Waiver 30 Tage gültig sind nach dem Tag, nachdem die issued sind, also nachdem die da beantragt wurden, wie auch immer, oder genehmigt wurden. Das Problem ist, für die Seniorentour, der Waiver ist natürlich, dass mein Waiver schon wieder abgelaufen, bis das überhaupt anfängt. Die haben gedacht, ich spiele da Schön. jetzt hier World Series of Bowling mit oder so und mache da den Pausenklon für die anderen, dass da jemand anders Letzter wird. Und ist halt so, problematisch ist halt, wirklich, Einreise nach USA, nach wie vor, gut, musste einen Corona-Test machen, das ist ja überhaupt kein Stress. Und du kommst ohne diesen Waiver im Moment nicht rein. Jetzt arbeiten die daran, dass ich so einen Waiver bekomme, dass der erst kurzfristig vor dem ersten Seniorenturnier ist. Und dass ich dann auch die gesamte Tour, die Tour dauert auch über 30 Tage, dauert 33 Tage, dass ich die ganze Tour dann, also die Frontpart der Tour spielen kann. Zusätzlich kommt natürlich, ich habe jetzt 4 Monate auf meinem Poppes gesessen und habe nicht eine Kugel in der Hand gehabt. Da kannst du noch so viele Kugeln bohren. Für das Turnier oder für die Tour, du musst vorher trainieren. Also es ist echt sehr stressig, sage ich mal. Also man müsste, falls tatsächlich so ein Waiver kommt, müsste ich irgendwo mal auf gut will jemand fragen, also ich könnte hier in Bremen fragen, ob die mich auf die Bahn laden oder wie auch immer. Aber das ist natürlich schon untrainiert, auf die Tour zu gehen, ist rausgeschmissenes Geld. Und dafür ist es einfach zu teuer. Chris Umba schreibt, ja, du spielst doch, gib's zu. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Mal geworfen. Das hat aber halt auch damit zu tun, dass ich das beruflich gemacht habe. Für Ballvideos und für Reviews. Das ist halt immer noch auf gut Will der Betreiber, wenn die mitspielen. Es gibt tatsächlich Bowlingbahnen in Deutschland, die für Kaderspieler oder auch in Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel so, dass in Ingelheim trainiert werden darf für Landes-, also für die Nationalspieler und auch für Bundesligaspieler. Du musst dich halt vorher anmelden. Das ist halt von Region zu Region halt noch ein bisschen unterschiedlich. Ich bin mal gespannt, wann es wieder losgehen wird. Ich denke mal, es wird mit Beschränkungen wieder losgehen für alle. Für dich, Peter, hoffe ich, dass du deinen Waiver durchbekommst, dass wenn du oder dass du vielleicht noch mal ein paar Mal werfen konntest, wenn du wirklich rüberfährst. Und ich glaube nicht, dass du Letzter wirst. Das glaube ich nicht. Beim World Series of Bowling vielleicht, das sind alles junge Athleten und die brauchen uns alten Säcke nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das überhaupt spielen will. Ja, Wo ist wär's halt in so eine Sache. Detroit, Aber ne? so, bitte? Würdest du bis auf Detroit, Bowling? ja. Ja, Detroit, genau, im Thunderbowl, glaube ich. Diesem Riesending. Ich hab nicht geguckt, aber Detroit ist jetzt natürlich auch nicht die schönste Stadt der Welt. Fort Myers ist da schon besser für die Senioren. Also wir Ja, hätten Florida ist halt auch Fort der Myers. Sunshine State. Da hast du halt auch wirklich schönes Genau. Wetter. Also die Seniorentour ist das erste Turnier in Fort Myers. Dann ist Ja. ein Regional in Cape Coral bei meinem Kumpel, beim Chris Keen auf der Bahn. Dann ist in Clearwater, Florida, das zweite große Turnier. Dann in The Villages und dann haben sie ein viertes Turnier in Aberdeen, North Carolina. Und ein fünftes irgendwo in Virginia. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich kann mich noch Da erinnern, soll das letzt. Finale bei einem, das Fernsehfinale soll bei einem zu Hause in der Privathalle sein, zwei Bahnen im Keller.
Aber gut, das werde ich sowieso nicht erreichen, aber es ist halt zumindest da eine Tour. Also Hier es kann ist ja eine. wenigstens gespielt werden, das ist ja schon mal was. Schreibt auch der Hagen gerade, ja, Florida mit Bowling und Golf für Peter. Und Carsten schreibt, im Bowlingsport ist halt alles möglich. Aber wo du sagtest, Doppelbahn im eigenen Haus, das ist ja eigentlich auch der Traum von jedem. Ich habe hier auch so eine Broschüre von uns, von der Arbeit, mal Stibitz, um einfach mal Jetzt, wo du reinzulesen, bei was uns ja man mit Bitcoin braucht. bezahlen kannst, ist ja gar kein Problem mehr. Ja, sicher, man muss halt nur das Geld vorher richtig angelegt haben. Da kann man sich auch eine Doppelbahn Genau. leihen. Hast Bitcoin für 7 Cent gekauft, das ist es kein Problem mehr. Ach ja, immer wieder schön mit dir, Peter. Immer wieder schön. Lieber Chat, ich hoffe, ihr habt immer Spaß bei so Sachen. Ihr genießt es. Wir haben auch wirklich Spaß. Wir leben das wirklich aus für euch. Wir versuchen halt wirklich, um euch nicht nur die bowlingfreie Zeit entspannt zu gestalten, sondern auch euch mit Wissen und auch mit Informationen zu füttern. Deswegen machen wir das auch, weil es uns auch Spaß macht und das auch halt auch wichtig ist, weil wir damit auch eine Menge Leute erreichen können. Garage Racing, also Osterholz schaltet sich ab für heute. Ein schönes Wochenende, bleibt erstmal alle gesund. Das wünsche ich auch. Und ich würde mal sagen, Genau. in diesem Sinne haben wir, glaube ich, heute Hau. euch den Freitag etwas versüßen können. Haben jetzt über eine Stunde Hau mit rein, euch du. gequatscht. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, liebe Zuschauer. Macht Daumen nach oben. Ihr kennt das Prozedere. Nächste Woche Freitag. 19 Uhr mit Birgit Noreix hier bei uns auf Bonzig TV live. Wie gesagt, 19 Uhr. Wir freuen uns. Wird eine super Sache werden. Morgen kommt ein neues Sender-Review auf unserem Kanal raus. So, und ich bereite mich jetzt schon mal mental auf die Fußball-Bundesliga vor. Gleich spielt Frankfurt. Das darf ich nicht verpassen. Und macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ciao. Macht's gut.